Salve! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es gibt ein paar Veränderungen. Ich will es kurz ansprechen. Einmal habe ich mir heute mal die Haare aus dem Gesicht gebunden, damit ich nicht ständig damit beschäftigt bin, diesen hier zu machen. Das hat mich nämlich ein bisschen genervt und heute hatte ich einfach keine Lust drauf. Deswegen, ich hoffe, ihr kommt mit dieser großen Veränderung klar. Ich filme außerdem mit einem anderen Objektiv, weil mein anderes, wo ich immer ein bisschen näher dran gehen konnte, quietscht ein wenig, wenn es nachfokussiert und das muss ich reinigen lassen. Aber ich meine, bei meinem ja wirklich sehr komplexen Hintergrund wird es wahrscheinlich auch gar nicht auffallen. Und das Dritte ist, es geht heute um Neuzugänge. Aber ich will es heute mal ein bisschen anders machen, weil ich in letzter Zeit auch ein bisschen anders mich verhalten habe. Ich werde euch jetzt nicht plump ein Buch nach dem anderen in die Kamera halten, euch erzählen, worum es geht und euch erzählen, dass ich mich darauf freue, wie das eben meistens so ist bei Neuzugängen. Nein, ich habe ein bisschen was verändert in letzter Zeit und zwar finde ich das Konzept von Leseproben sehr gut und mir ist es halt immer aufgefallen, dass wenn ich ein Buch mir gekauft habe und mir sehr viel davon versprochen habe, dass ich meistens schon auf den ersten Seiten gemerkt habe, dass ich mir irgendwie was anderes darunter vorgestellt habe und deswegen habe ich dieses Jahr bis jetzt das konsequent umgesetzt, dass ich mir erst ein Buch kaufe, wenn ich Leseprobe gelesen habe und diese auch gut fand. Als kleines Beispiel, wo das super funktioniert hat, ist zum Beispiel bei Ian Reid, The Ending. Da wusste ich, glaube ich, auf Seite 3, dass ich dieses Buch unbedingt lesen will, weil es eben was ganz Besonderes ist. Ich habe euch im Lesemonat Januar, glaube ich, davon vorgeschwärmt. Und ja, deswegen will ich das jetzt recht kurz halten mit diesem Buch. Aber da habe ich zum Beispiel Leseprobe gelesen und es war für mich ganz klar, das Buch will ich lesen. Zweiten Teil, also nicht zweiten Teil, zweites Buch, was Ian Reid rausgebracht hat, da habe ich jetzt die Leseprobe nicht gelesen, weil ich glaube, sein Stil ist irgendwie, dann kommt recht klar rüber in dem Buch und das zweite habe ich dann einfach so gekauft und gelesen. Könnte ich jetzt eigentlich auch in Neuzugängen zeigen, mache ich nicht, ihr wisst Bescheid. So, jetzt legen wir aber mit dem Video los. Ja, und ich würde sagen, wir machen das so. Ich erzähle euch, welche Leseprobe ich gelesen habe, stelle euch die vor und am Ende der Vorstellung sage ich euch dann, ob ich es gekauft habe, ob ich es lesen möchte oder eben nicht und begründe euch das ganz kurz. Die erste Leseprobe, die ich euch zeigen möchte, ist von Romy Hausmann und das Buch heißt Liebeskind. Das ist ein Thriller. Ich lese eigentlich nicht so viele Thriller, aber im Moment habe ich irgendwie Lauf damit und Interesse an dem Genre. Und außerdem, dieses Buch hat man ständig und überall gesehen und ja, die Stimmen waren da recht einheitlich, dass es emotional sein soll und dass man durch dieses Buch durchfliegt und dass es super spannend sein soll. Und dann habe ich mir gedacht, komm, hol dir mal die Leseprobe und probierst es einfach mal aus, wie es sich anfühlt. Und ja, es geht in dem Buch um eine Frau, die seit 14 Jahren vermisst wird. Das Ganze hat mich auch sehr an diesen Fritzl-Fall erinnert. Da war die Frau auch verschwunden. Beziehungsweise das war, glaube ich, seine eigene Tochter und die hatte er 24 Jahre bei sich im Keller verscharrt und mit ihr mehrere Kinder gezeugt. Und ich bin eigentlich heute noch schockiert davon, obwohl es aus den Medien raus ist. Man hört von den Kindern nichts, aber da kam gleich so dieses Feeling wieder rüber. Und warum nicht darüber ein Buch lesen? Weil es eben schockierend und abartig interessant sein könnte. Und ja, ich habe die Leseprobe gelesen. Das Interessante an dem Buch ist, dass man nicht am Anfang der Geschichte einsteigt und sozusagen das Opfer kennenlernt, in dem Moment, wo sie noch nicht weiß, dass sie ein Opfer sein wird. Sie wird dann überfallen und verschleppt. So funktioniert das nicht. Sondern wir lernen eine junge Frau kennen, die einen Unfall hatte und ins Krankenhaus kommt. Und das Buch ist aus mehreren Perspektiven geschrieben. Das heißt also, der Vater der Vermissten, dessen Perspektive bekommen wir auch mit. Wir bekommen die Perspektive einer Tochter des Opfers mit. Und das Ganze macht das Buch doch wirklich sehr, sehr interessant und ich brauche gar nicht groß drum rumreden. Ich habe angefangen und bin mittlerweile ungefähr kurz vor der Hälfte und kann das tatsächlich kaum weglegen, das Buch. Ich kann euch das jetzt nicht so zeigen, weil ich es als E-Book lese, deswegen blende ich es euch nämlich nur ein. Und bis jetzt kann ich nur sagen, dass die Stimmen, die ich über dieses Buch gehört habe, auf jeden Fall wahr sind und dass mir das Buch sehr, sehr gut gefällt. Es ist tatsächlich sehr emotional, gerade der Vater des Opfers ist sehr emotional. Und es gibt natürlich noch eine Sache an der Geschichte, die ist noch so ein bisschen tricky. Der Vater kommt ins Krankenhaus und soll seine Tochter Lena identifizieren. Das tut er auch und stellt fest, dass es nicht Lena ist, aber diese Frau behauptet, Lena zu sein. Und kurz darauf
läuft auch die Tochter Hanna durch das Krankenhaus. Und Hanna ist eben der vermissten Tochter Lena wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja, also irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht und es ist also sehr, sehr viel komplexer, wie sich es auf den ersten Moment anhört. Es liest sich super und ich glaube, das wird ein Buch, was noch sehr, sehr viele lesen werden. Gerade wenn ich auch jetzt, sag ich mal, so als Thriller-Neuling das schon sehr, sehr gut finde. Es hat nicht einen typischen Verlauf, es ist großartig geschrieben und sehr emotional, was man bei so einem wirklich grausamen Thriller. Also ich finde es sensationell, das hinzukriegen. Und ja, also das war eine Leseprobe, die für mich einfach ein voller Erfolg war und wo ich mich freue, dass ich dieses Buch auf diese Weise entdecken durfte und sofort loslesen konnte und mittendrin bin. Und ich schätze mal, dass ihr das dann im nächsten Lesemonat sehen werdet. So, und das zweite Buch, was ich euch vorstellen möchte, wo ich die Leseprobe gelesen habe, das Buch heißt Idaho von Emily Ruskovich, ist ein Buch, das am 19. Februar 2018 erschienen ist, also schon ein bisschen mehr als ein Jahr auf dem Markt, auf dem Deutschen. Und das Buch hat 384 Seiten und ich kam darauf, ich glaube, von einer englischen Booktuberin, ich bin mir nicht ganz sicher, und musste mir die Leseprobe laden, weil auch der Klappentext sich sehr, sehr interessant anhörte. Ja, und es ist so, dass es um einen tragischen Vorfall geht. Es spielt, wie der Titel schon sagt, in Idaho. Dort ist ein Vater mit seinen zwei Töchtern und seiner Frau Brennholz holen im Wald. Und Jenny, seine Frau, hat irgendwie ein Beil in der Hand. Und dann gibt es ein sehr, sehr tragisches Ereignis. Und nichts ist es, ist, wie es vorher war. Und wir steigen in die Geschichte ein und lernen Anne kennen. Und Anne ist die neue Frau von Wade und erzählt, wie es mit Wade ist, zusammenzuleben, weil Wade nach und nach sein Gedächtnis verliert. Also ich weiß nicht, ob es eine Art von Demenz ist oder ich kenne mich ja nicht so aus. Auf jeden Fall wird er zunehmend komischer und die erste Begegnung, wie sich das äußert, ist, dass Anne ihre Wäsche sortiert und dann kommt Wade rein und nimmt ihren Kopf und taucht den in diesen Korb mit der Wäsche rein. Und ja, es ist eigentlich wie eine Erziehungsmaßnahme bei einem Hund. Irgendwie scheinen bei ihm dann die Grenzen ein bisschen zu verschwimmen und er weiß nicht so richtig, was Realität ist und was nicht, was normal ist und was nicht. Vielleicht wer Mensch ist und wer Hund, ich habe keine Ahnung. Und er macht dann auch noch weitere komische Dinge, die wirklich sehr, sehr seltsam ist. Und Anne liebt ihn aber so sehr, dass sie das bereit ist, mitzumachen. Man weiß aber bis dato immer noch nicht, was da passiert ist. Man weiß nur, dass Kinder gestorben sind. Und naja, es macht sich ein sehr, sehr ungutes Gefühl breit, weil eben Wade diese Krankheit hat, mit der Anne irgendwie haushalten muss. Und irgendwie ein riesengroßes, tragisches Ereignis ist vorangegangen. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Die Leseprobe hat mir an sich ganz gut gefallen. Ich habe mir das Buch aber bisher noch nicht bestellt. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Die Informationen, die darüber kamen, waren mir erstmal so ein bisschen fahrig. Also das Drama hat mir gefehlt. Die Emotion hat mir gefehlt. Es war eigentlich eher so, dass diese Skurrilität von Wades Krankheit im Fokus stand und der Rest so ein bisschen auf der Strecke blieb. Ich habe dann in den Rezensionen so ein bisschen nachgelesen und die waren durchwachsen. Eine sagte sogar, dass es mehr ein Frauenroman ist als ein Drama und dass es halt mehr so die Frau und ihre Gefühle in dieser Ehe mit Wade im Vordergrund stehen. Und ich hatte in dem Moment dann einfach nicht so eine Lust drauf, es hat mich noch nicht so richtig gepackt. Es ist aber eine Leseprobe, die noch auf dem Vielleicht-Stapel steht. Also sollte es wirklich mal irgendwann dazu kommen, dass ich nichts mehr zum Lesen habe, wie jeder weiß, dass das eigentlich nie dazu kommen wird, aber vielleicht packt es mich trotzdem noch und ich würde das Buch dann noch kaufen, aber im Moment habe ich es erstmal nicht gekauft. Ja, und in dem nächsten Buch geht es ebenfalls um ein Drama. Es ist leicht historisch angehaucht. Es heißt, Das Haus der Verlassenen ist geschrieben von Emily Gunness. Und hat 400 Seiten. Auch das Buch habe ich auf Instagram entdeckt und auch da waren die Stimmen eben sehr eindeutig. Sie sind durchgeflogen. Manche haben das in ein bis zwei Sitzungen gelesen und es war großartig und spannend und toll. Und auch da habe ich mir die Leseprobe geladen. Außerdem ist das natürlich jetzt so ein bisschen auch so das Cover dafür verantwortlich, weil dort sieht man so ein Herrenhaus und
ja, es gibt dort diesen Zaun und irgendwie ein Mädchen. Und es geht um Sussex, also England, und das Jahr 1956. Dieses Haus ist ein Klosterbau für ledige junge Mütter, die unverheiratet sind und schwanger sind. Die werden dort von Nonnen aufgenommen. Und ja, die Leseprobe beginnt mit einem Brief, den eine von den Frauen, die dort lebt und dort ihr Kind bekommen hat. Sie schreibt einen Brief an ihre Tochter und entschuldigt sich dafür, dass sie sich nie kennenlernen durften, und sie entschuldigt sich für die Tat, die dann kommt, nämlich am Ende des Prologs springt sie aus dem Fenster. Ja, sie spricht ihre Tochter mit Rose an, und dann gibt es eben einen Zeitwechsel. Dann befinden wir uns im Hier und Jetzt, also ich glaube 2016 oder 17, und ja, wir lernen eine Journalistin kennen, die Sam heißt, und Sam hat sich gerade von ihrem Mann getrennt und lebt mit ihrer Tochter bei ihrer Oma. Also bei der Oma von, doch bei ihrer Oma, stimmt, ihre Mutter ist nämlich auch gestorben. Und ja, sie ist Journalistin und entdeckt Briefe. Dann lernen wir noch jemanden in der Jetztzeit kennen, und zwar Kim heißt sie, glaube ich. Sie ist eine ehemalige Talkshow-Moderatorin, eine sehr erfolgreiche, und dankt gerade ab. Und ja, so geht das los, und natürlich kriegt man noch nicht viele Informationen. Und jetzt Trommelwirbel, kommt heraus, ob ich es gekauft habe oder nicht. Nein, ich habe es nicht gekauft. Ich habe es nämlich als Rezensionsexemplar angefragt beim Heine Verlag, der mir das freundlicherweise zugeschickt hat. Und ich habe es bereits durchgelesen. Ich werde euch jetzt ein Fazit nicht über das Buch sagen. Mache ich zum Lesemonat dann. Es ist aber so, dass die Geschichte sich doch ein bisschen anders entwickelt hat, als ich gedacht habe. Und dass der Schreibstil auch anders war als erwartet. Ja, so viel dazu. Aber das Buch konnte man tatsächlich sehr schnell sehr gut durchlesen. Der Schreibstil war sehr leicht. Und ja, wo es in der Rangliste dann im Endeffekt gelandet ist, werde ich euch dann natürlich am Ende des Monats erzählen. Die nächste Leseprobe, die ich für euch habe, heißt Tief in den Wald hinein und ist von Robert Williams geschrieben. Und hat 302 Seiten. Das Buch ist bereits am 1. Februar 2016 erschienen. Und ich habe das bei The Sarah Story in ihren Jahreshighlights, meine ich, gesehen. Es klang einfach nach genau etwas für mich. Nämlich, es soll um primär die Atmosphäre des Waldes gehen. Es ist also eine junge Familie, die hat ein Kind. Und das Kind ist nicht nur ein Schreikind, ist also noch ein Baby. Es ist sowas von terrorisierend, dass es nicht auszuhalten ist. Also die Familie weiß wirklich nicht mehr weiter. Das Kind schreit ununterbrochen und lässt sich mit keiner angewandten Maßnahme unterbrechen. Und es ist auch kein Schreien, was irgendwie, sag ich mal, ein normales Schreien ist, wo ein Baby dann irgendwann müde wird, sondern es ist einfach nicht auszuhalten, wahrscheinlich so in die hysterische Richtung, schrill und laut und unaufhörlich. Und ja, die Familie weiß sich nicht mehr weiter zu helfen. Irgendwann ist es sogar so, dass dass sie diese Vereinbarung treffen, dass einer in eine Pension geht, das Wochenende, der andere macht dann eben das Baby die zwei Nächte, und die wechseln sich also ab, dass die überhaupt noch irgendwie zu Schlaf kommen. Es muss ganz, ganz schlimm sein. Und eines Tages fährt der Vater mit dem Baby durch den Wald und entdeckt eine Stelle, an der das Baby ruhig ist. Kann natürlich Zufall sein, aber er probiert das mehrere Male aus, bevor er das auch seiner Frau erzählt, und ja, merkt, dass das Baby immer an derselben Stelle in einem bestimmten Waldgebiet leise ist. Irgendwas scheint dort zu sein, was dieses Baby beruhigt. Ja, und letztendlich kommt es dann so, dass sie dort eben ein Haus bauen, / kaufen, ne? Will ja nicht so viel verraten. Und ja, das Buch geht aber im Endeffekt los. Der Prolog ist nämlich so, dass das Baby, was wir kennenlernen, bereits 8 Jahre alt ist. Und Männer in Masken kommen zu dem Haus im Wald, und die Kleine macht ihnen selbstverständlich die Tür auf. Die Männer mit den Masken treten in das Haus hinein, und man hört noch den Vater aus dem Wohnzimmer rufen, wer denn da an der Tür gewesen wäre. Und dann geht die Geschichte eben mit dem Babyalter los. Und es gibt noch eine andere Perspektive. Ein Bauarbeiter, der sich ziemlich unwohl in seinem Leben und in seiner Wohnung fühlt,
der gerne für eine bestimmte Familie arbeitet, wo er dann für die Zeit dann auch in einem Wohnwagen leben kann. Von dem wird noch erzählt, seine Perspektive wird erzählt und es gibt schon Berührungspunkte mit der Familie. Er ist sich nicht so ganz sicher, was er da gesehen hat. Er hat nämlich einmal den Vater mit dem schreienden Baby im Wald gesehen. Weiß noch nicht so genau, wie er das interpretieren soll, aber hat jetzt erstmal nicht eingegriffen, aber er hatte so ein bisschen ungutes Gefühl. Ja, und bei dieser zweiten Perspektive, bei diesem Mann, weiß ich jetzt auch noch gar nicht, wie ich das einzuschätzen habe. Ich habe das Buch nämlich nicht gekauft und werde es wahrscheinlich auch nicht lesen, also auch nicht auf dem Vielleicht-Stapel, weil mir der Schreibstil zu einfach war. Also es war sehr erzählerisch, aber es war wieder dieses dann dies, dann jenes, dann ist das und das passiert und das hat mir in dem Moment einfach nicht gereicht und die Waldatmosphäre, die ich mir davon versprochen hatte, kam jetzt auch noch nicht so rüber. Es kann sein, dass das im Laufe des Buches noch kommt natürlich, das will ich nicht ausschließen, aber ja, so gut hat es mir nicht gefallen und deswegen ja, habe ich mich entschieden, das Buch erstmal nicht zu kaufen. Das nächste Buch ist ein sehr, sehr, sehr berühmtes Buch, hat sogar den Pulitzer-Preis gewonnen, ist ein dicker Schinken, über 1000 Seiten und es handelt sich um Donna Tartts Distelfink. Ja. Also das Buch selbst hat den Pulitzer-Preis gewonnen und das heißt ja schon einiges. Und Donna Tartt ist eine besondere Autorin, weil sie es geschafft hat, tatsächlich in 30 Jahren 3 Bücher zu veröffentlichen. Also sie ist tatsächlich so drauf, dass sie sich 10 Jahre Zeit lässt, um ein Buch zu schreiben. Ja, die Leseprobe fällt natürlich dementsprechend episch aus. Also bei längeren Büchern hat man dann auch längere Leseproben. Und es geht darum, dass ein junger Mann, der heißt Theo, der ist mit seiner Mutter, er lebt in New York mit ihr zusammen und sie ist alleinerziehend. Der Vater hat kürzlich die Familie verlassen und sie gehen zusammen ins Museum und dort passiert ein Terroranschlag. In dem Museum explodiert eine Bombe. Theo findet sich in dem ganzen Chaos wieder und lernt dort jemanden kennen und der gerade auch verstirbt, also begleitet ihn noch in dem Moment in den Tod. Er weiß auch selber gar nicht, wie ihm geschieht, weil einfach ja, er gar nicht weiß, was passiert ist und ja, er steht unter Schock. Das ist das, was ich sagen will. Er bekommt von dieser Person, die dort stirbt, aber noch einen letzten Wink sozusagen und zwar dieses Gemälde der Distelfink, das soll Theo mitnehmen. Und das tut er letztendlich auch. Leider ist es so, dass bei diesem Terroranschlag auch seine Mutter verstirbt. Und ab dem Moment ist sozusagen Theo recht allein auf der Welt. Er hat noch einen Vater, der in Las Vegas lebt, aber der ist auch nicht so ganz koscher. Es gibt noch Großeltern, aber irgendwie, die wollen auch keinen Kontakt. Und ja, mehr will ich an der Stelle erstmal nicht verraten. Und jetzt Trommelwirbel. Ich habe natürlich das Buch gekauft und wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr es auch schon längst. Ich bin mittlerweile ziemlich genau bei der Hälfte, also bei 560 oder sowas von knapp 1100 Seiten. Ihr seht es an den Markierungen. Also das Buch hat mich auch schon ziemlich auf den ersten Seiten überzeugt. Ich weiß noch nicht, ob ich die Geschichte gut finden werde bis zum Schluss. Im Moment habe ich so einen kleinen Hänger, weil es auch sehr viel um Drogen geht. Aber dieses Buch ist einfach sprachlich herausragend. Also Donna Tartt ist so eine Autorin, die kann man wirklich in einen Topf werfen mit Charles Dickens oder Gustav Flaubert oder sogar Hanya Yanagihara. Die hat nämlich diese Gabe, diese Fähigkeit, Menschen zu charakterisieren. Die trifft mit ihren Adjektiven den Nagel auf den Kopf und das sind ganz besondere, spezielle Adjektive. Nicht nur, er war groß, blond, schön und etwas plump oder so, da kann man sich nicht viel drunter vorstellen, sondern es ist wie, als ob sie ein Gemälde malt mit Worten, wenn sie Personen beschreibt. Und allein das ist schon Grund genug für mich, dieses Buch zu lesen. Ja, ich hoffe, dass mir die Geschichte bis zum Ende hin noch gefallen wird und dass sie eine Message transportiert. Ja, aber bis jetzt kann ich auf jeden Fall verstehen, warum dieses Buch so beliebt ist und Leute, die sprachlich irgendwie etwas Herausragendes auch interessant finden, dessen etwas abgewinnen können, die sollten das auf jeden Fall sowieso lesen. Bei der Geschichte weiß ich noch nicht, dazu kann ich dann halt erst etwas sagen, wenn der Lesemonat dann online kommt. Ich vermute mal, dass ich das in diesem Monat noch lesen werde und dass ihr das dann sozusagen ja, im Lesemonat dann sehen könnt. Die nächste Leseprobe heißt Auf dem Wasser treiben von Theresa Prammer.
Ich habe das neulich in meinem Vlog, glaube ich, schon erwähnt. Ich bin mir gerade nicht so sicher, deswegen will ich es trotzdem noch mal kurz anschneiden. Ich hatte dieses Buch für die Neuerscheinung im Februar in ein Video gepackt. Das verlinke ich euch mal hier oben. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Das Buch ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, einfach weil die Thematik für mich sehr interessant klang und deswegen wollte ich es dann unbedingt lesen. Es geht nämlich um einen jungen Mann, der sehr früh seinen Vater verliert. Der Vater verlässt die Familie und letztendlich die Mutter dann auch an einem Geburtstag von ihr. Die Leseprobe deckt tatsächlich auch genau diese Ereignisse ab. Also man lernt ihn wirklich kennen und er ist mit seiner Familie picknicken. Es sind drei Kinder und er ist der Kleinste und wird gerade in einem unbeobachteten Moment, kann er der ganzen Situation so ein bisschen entfliehen, geht zum Fluss und fällt hinein. Und sein Vater rettet ihn. Und die picknicken dann kurz und dann geht der Vater mit ihm aber trotzdem nochmal ins Wasser zurück, nämlich einfach aus dem Grund, ist wie wahrscheinlich wie bei einem Autounfall, bei einem schwereren, wenn man sich dann nicht direkt wieder ins Auto setzt, beziehungsweise wenn man fast ertrunken ist und dann nicht mehr direkt ins Wasser geht, ist das Thema ein für alle Mal erledigt. Einfach, weil man wahrscheinlich irgendwie ein Trauma dagegen entwickelt. Ja, der Vater kriegt es aber hin, dass der Junge eben das nicht entwickelt und er wird tatsächlich, es gibt dann einen Cut zeitlich, er wird tatsächlich auch Hydro-Ingenieur, also irgendwie ein Beruf, der mit Wasser zu tun hat und er macht da auch ganz großartige Erfindungen. Ja, und es ist eben so, dass der Vater an diesem Abend, wo dieses Ereignis war, tatsächlich die Mutter und die Familie verlassen hat und zwar nur mit einem Zettel auf dem Kopfkissen, dass es ihm leid tut. Ja, und man denkt sich auch, okay, was ist hier los? Ja, der junge Mann holt dann seine Mutter zum Geburtstag ab. Es gibt eine Überraschungsparty. Die Mutter findet das recht schnell heraus. Und man merkt aber auch gleich, dass sie auch noch sehr an ihrem Ehemann damals hängt, dass sie diese Trennung nicht so ganz verkraftet hat und auch von ihm geträumt hat. Und dann ist es so auf dem Geburtstag, dass es dort jemanden gibt, der aussieht wie der Vater, eben nur in einer Version, die 20 Jahre älter ist. Und die Mutter fällt ihm sozusagen weinend, lachend irgendwie so in die Arme und dann hört die Leseprobe auf. Ja, ich habe das Buch nicht gekauft, weil mir der Schreibstil irgendwie nicht so zugesagt hat. Es kann sein, dass ich das noch sehr entwickeln kann und ich kann die Geschichte auch nicht so ganz aus dem Kopf kriegen, aber so richtig gepackt hat es mich einfach nicht. Das wirkte alles so ein bisschen konstruiert, so ein bisschen gestelzt und deswegen hatte ich mich dann entschieden, das Buch erstmal nicht zu kaufen, wo ich die Geschichte halt wirklich interessant finde und es wirkte halt so ein bisschen fantastisch auch, diese Situation mit dem Vater und der Mutter auf diesem Geburtstag, dass er da irgendwie auf einmal aufgetaucht ist und alle auf einmal bemerkten ihn im gleichen Moment, also es war so ein bisschen komisch und es hat sich komisch angefühlt und deswegen, ja, habe ich es erstmal bei der Leseprobe belassen. So, die letzte Leseprobe in diesem Video heißt Luftgänger von Jewgeni Wodolaskin. Ein Russe oder eine Russin, sorry. Und es geht um einen Mann, der im Krankenhaus wach wird und der vom Arzt sehr merkwürdig behandelt wird. Er gezwungen ist, Tagebuch zu führen, um seine Erinnerungen, die ihm sozusagen langsam wiederkommen, aufzuschreiben. Also er erinnert sich an ziemlich viele Dinge dann auf einmal, die alle etwas mit kurz vorm Ersten Weltkrieg zu tun haben. Also es geht um Armut und man merkt irgendwie, es ist ja sehr, sehr russisch, rustikal, an was er sich dort erinnert. Und nach kurzer Zeit kommt heraus, dass er um 1900 auch geboren sein muss und dass diese Erinnerungen, die er dort hat, eben auch authentisch sind. Parallel dazu merkt man aber auch gleich, dass irgendwas mit diesem Arzt nicht stimmt. Das ist ein Herr Geiger, ein Deutschlandrusse, nicht Russlanddeutscher, so wie es hier heißt, sondern Deutschlandrusse. So steht es im Buch. Und ja, er hat noch eine Helferin, Valentina heißt die, und die verhält sich halt auch ganz komisch. Die legt sich dann auf Bitten auch zu ihm ins Bett und der Arzt sagt dann, wenn Sie das nochmal möchten, können Sie sich ruhig neben Valentina wieder ins Bett legen, ist gar kein Problem. Und es ist alles irgendwie so ein bisschen komisch. Und das Komischste, das war jetzt nicht in der Leseprobe, aber das stand dann eben auf dem Klappentext, ist, dass die Pillenpackung, die er neben seinem Bett hat, wo er dann wohl oder übel irgendwann mal drauf gucken wird, die ist im Jahre 1900
99 gefertigt. Ja, das alles macht jetzt irgendwie den Anschein, als hätte er ewig lang im Koma gelegen und hat wohl eine Amnesie erfahren und irgendwie muss es möglich gewesen sein, den Mann dann im Koma so lange aufrechtzuerhalten. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Ich habe mir aber im Endeffekt das Buch noch nicht gekauft. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, weil er einfach diese merkwürdige Situation so hingenommen hat. Das hat mich ein bisschen gestört. Also er hat sich viel zu wenig Fragen gestellt, er hat dort viel zu wenig Emotionen gehabt und das fand ich so ein bisschen merkwürdig. Da hätte ich jetzt so ein bisschen mehr erwartet, dass er da einfach schon viel mehr sich reindenkt, warum der Arzt sich komisch verhält und auch seine Gehilfin, warum nur die zwei zu ihm dürfen, warum er nicht aus dem Fenster gucken darf. Also er hat es einfach alles geschehen lassen. Kann sein natürlich, dass sich das noch anders entwickeln wird, aber das hat mich jetzt erstmal nicht gereizt, weiterzulesen. Ja, und deswegen habe ich die Leseprobe erstmal dabei belassen, aber ich muss tatsächlich sagen, es ist schon interessant. Also mich würde die Auflösung schon interessieren, aber ach, mir fehlt einfach noch so ein bisschen das gewisse Etwas vom Stil her, weil der Schreibstil war auch sehr erzählerisch, aber eben man hätte da noch so ein bisschen mehr rausholen können. Gerade am Anfang, es hat mich einfach noch nicht am Haken und deswegen habe ich es nicht gekauft. Ja, meine Lieben, das Video ist zu Ende. Das ist eine andere Art von Neuzugängen geworden und ihr dürft mir gerne mal in den Kommentaren sagen, wie ihr diese Version von Neuzugängen fandet, weil ich überlege, ob ich ja ein gängiges Format daraus machen soll, weil ich möchte das nämlich auch so beibehalten, dass ich dann immer Leseproben lese. Und sagt mir Bescheid, wie es für euch war. Also mir hat es Spaß gemacht, so kann ich auch noch selber noch mal Revue passieren lassen, wie die Bücher für mich jetzt eigentlich so waren und ob die immer noch interessant sind oder eben gar nicht mehr. Und ja, also die ich angefangen habe, ich vermute mal, dass ihr die dann alle im Lesemonat sehen werdet und ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Bis dahin. Bye, bye.